Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir stehen immer noch hier beim Spießrutenlauf, unserem lustigen Brückenrätsel. Wir haben Wynn jetzt im letzten Teil endlich auf Plattform 3 gebracht. Und ja, hoffen wir, dass wir jetzt noch die vierte hinbekommen. So, wir stehen jetzt hier auf L1 mit dem Hauptcharakter. Das ist ein Dreierfeld. Alistair steht auf R4. Das ist 2 plus 3 anscheinend. Und Leliana steht hinten auf R. Quatsch, auf L6. Und das ist Blödsinn, denn die Hier zwei bin brauchen. ich. Ja, denn die brauchen wir nicht mehr. Genau. Und was brauchen wir denn? Ein Vierer. Da haben wir L4 und L5. Und wir haben einen Dreier und Vierer mit. Wir haben den auf einer 3 und den auf einer 3. Wenn wir jetzt. Ja, genau. Wenn wir jetzt auf R5 gehen, dann haben wir drei Leute auf 3 und eins auf 4. Und dann müssen wir noch eins auf 4 und dann ist das Thema noch durch. So, ja. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Okay, Alistair war auf 2 und 3. Der kann im Prinzip dann Was? jetzt weggehen. Der kann im Prinzip weg, ja. Wo haben wir denn ein Viererfeld gehabt? Das war. Dann müssen wir auf L rüber. Ja, L2. War das nächste. Sieht gut aus. Ein Atem des Erbauers. Es scheint, als habe Andraste die Klugen bevorzugt. Oh mein Gott, und es hat nur. Wie viele Videos gedauert? Zwei? Drei? Ah, meine Fresse. Und da hinten brennt's. Das sieht gut aus. Okay, ich habe gerade was für eine Falle. Beim Erbauer, das ist die Urne der heiligen Asche. Sie ist es. Sie ist es wirklich. Und Truhen. Ja, Feuer. Okay, letzte Prüfung. Altar. Dieser Altar ist nicht viel mehr als ein staubiger Steinblock. Du erkennst an der Vorderseite eine Inschrift. Legt ab die Zeiten weltlichen Lebens und hüllt euch in die Güte des Geistes. König und Sklave, Adliger und Bettler seien neugeboren unter dem Blick des Erbauers. Ausrüstung ablegen, Altar verlassen. Ja, gut, wird ja dann schon richtig sein, wenn es nur das gibt. Ja, Halleluja, das sieht aus. Und ich frage mich gerade, obwohl wir dicke Panzerrüstung tragen, sind wir von Kopf bis Fuß blutverschmiert. Sehe ich das richtig? Kann ich weiter ranzoomen? Ja, vom Kopf, die Beine, Körper, alles blutverschmiert. Wie geht das? Ihr habt den Spießrutenlauf absolviert, seid Andrastes Weg gegangen und wurdet gleich ihr gereinigt. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Pilger. Nähert euch der heiligen Asche. Okay, das war's. Level up. Er hat eine geschnittene Quest absolviert. Die Geräusche gefallen mir gar nicht. Türen. Da geht's zum Berggipfel. Da geht's auch zum Berggipfel. Cool. Ich wollte eigentlich den Typ. Egal. Erstmal das. Ich hätte mir nie erträumt, die Urne der heiligen Asche jemals selbst zu sehen. Mir fehlen die Worte für. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand Andrastes letzte Ruhestätte finden könnte. Aber jetzt liegt sie vor uns. Es gibt keine größere Ehre, als hier zu sein. Ich werde dieses Gefühl niemals vergessen. Dies sind die sterblichen Überreste von Andraste, Prophetin und Braut des Erbauers. Eine Prise der Asche nehmen, Job, müssen wir. Du nimmst eine Prise der Asche und verstaust sie in einen Lederbeutel. Die Rohle unangetastet lassen. Erfolgreicher alter Zeremonienmeister. Okay, wir haben die Urne. Damit können wir jetzt Alim retten. Gibt's hier noch irgendwie einen. Los geht's. Okay, nee. Gut, wunderbar. Wir sind durch. Glückloser Abenteurer. Kettenrüstung, so, ja, das ist nichts, aber Gürtel der drei Zauberkraft, das ist gut. Goldenes Dämonenamulett, ja.
Ist auch gut. Der Gürtel dürfte für Wynn aber ganz interessant sein. Gürtel des Magerlords. Und sie hat... sie hat einen besseren... Ja gut, dann geht er halt an Morrigan. Warum nicht? Und wir haben einen Level-Up. Willenskraft, ja, 30 können wir eigentlich so lassen. Ja, dann das lassen wir so. So, hier würde ich jetzt am liebsten den Punkt in Manipulationsexperte stecken, aber das werde ich nicht machen. Ich werde einen Punkt in Stehlen packen, denn ich habe einen Tipp bekommen, dass wenn der Hauptcharakter einen Punkt in Stehlen hat, dass es dann noch eine Questreihe für Diebe gibt irgendwo. Und deswegen mache ich das einfach mal. So, und hier haben wir auch was. Und dann nehmen wir den letzten Streich. Der Berserker legt seine gesamte Ausdauer in einen einzigen Schlag und verursacht bei einem Treffer proportional zur verlorenen Ausdauer zusätzlichen Schaden. Das ist eigentlich so ein Skill, der mir gar nicht gefällt. So, Ausdauerverlust, aber okay. Nehmen wir den einfach mal. Los geht's. So, und Bezwinger kannst du trotzdem anlassen. Und wir plündern jetzt erstmal die restlichen Truhen. Smaragdring, der dürfte, genau, der bringt nix. Und hier war auch noch einer. Ja, natürlich. Starker Wärmebalsam. Der Wärmebalsam erhöht kurzzeitig die Resistenz des Anwenders gegen Feuerschaden. Ja, das würde ich mir jetzt mal schön aufhören für den Hochdrachen. Wenn wir da den Feueratem schon mal entgehen können, das ist echt gut. Okay, hier geht's beides zum Berggipfel. Deswegen, ja, wir sind hier fertig. Irgendwas verpasst, ne? Hier gibt's nichts. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Wo gehen wir denn als erstes hin? Ja, ich mag die Urne eigentlich noch nicht abgeben. Ich würde jetzt gern... Achso, hier sind wir. Okay. Ich dachte, wir wären schon ganz draußen. Ich würde jetzt gerne erstmal ein paar Sidequests machen, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Ja. Werden wir auch machen. Und sobald unser Level hoch genug ist, kommen wir hier zurück und dann schnappen wir uns den Drachen. Sieht man den? Man sieht ihn nicht, ne? Ne. Und dann kommen wir hier zurück, denn den werden wir auf jeden Fall noch umhauen. Aber jetzt noch nicht. Dann gehen wir hier raus. Sammeln noch Bruder Genitivi ein. Und dann kümmern wir uns ein bisschen um Sidequests. Beziehungsweise wir könnten auch erst... Ja, mal gucken. Bisschen im Lager, ins Lager gehen und mit unseren Leuten quatschen. So für die letzten persönlichen Quests, die es da gibt, mit Sten und Orgrin. Naja, mal gucken. Erstmal schnell raus hier. Haben wir irgendwas übersehen? Nö, sieht nicht so aus. Und der Bruder lebt noch. Willkommen zurück. Ihr wart ziemlich lange fort. Und? Habt ihr sie gefunden? Genitive den Beutel mit der Asche zeigen. Ist das... Oh, da ist Staub auf... Nein, das ist kein Staub. Oh, Erbauer, ich bin nicht würdig, das zu sehen. Wie war das? Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt. Nichts hat mich so tief berührt, zermürbend, es gab Prüfung. Es ist nur ein Stein mit einer verbrannten Ahne. Nichts hat mich je so tief berührt. Ihr seid wahrhaft vom Glück gesegnet. Und ich auch. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschungen sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zur Urne kommen dürfen. Naja, gut. Weshalb? Wir sollten das Geheimnis für uns behalten. Das ist unklug. Viele würden versuchen, daraus Vorteile zu schlagen. Ja. Ja, die Urne der heiligen Asche muss mit der Welt geteilt werden. Ach ja, komm. Ha! Dann hoffen wir mal, dass es genug Andraste für alle gibt. Ich muss nach Hause zurück. Es gibt so viel zu tun. Besucht mich, falls ihr je nach Denerim kommt. Ich bin nicht reich, habe jedoch eine kleine Sammlung mit interessanten Artefakten. Und ich schulde euch für meine Rettung eine Belohnung. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, das klingt gut. Den sollten wir doch wirklich mal besuchen. In Denerim. Gut, hier ist die Weltkarte. Wir werden aber noch nicht weiterziehen, denn ich werde hier erstmal wieder einen kleinen Cut machen. Bis zum nächsten Mal.